Beatrice Egelineck, Florian Silbereisen und Helene Fischer. In der Sendung Heimlich, die große Schlagerüberraschung 2018, hat Florian Silbereisen seine Kollegin Beatrice Egeli nach ihrem Privatleben gefragt und einen leicht bissigen Kommentar zurückbekommen. Die großen Schlagerstars in diesem Land legen großen Wert auf ihre Privatsphäre. Gerade Florian Silbereisen müsste das eigentlich wissen. Dennoch versucht er, seine Kollegen dazu zu bringen, aus dem privaten Nähkästchen zu plaudern. Beatrice Egeli hatte in der Sendung Die große Schlagerüberraschung 2018, ihrer neuen Song, Verliebt, Verlobt, Verflixt nochmal, im Hochzeitskleid präsentiert. Moderator Silbereisen nutzte diese Steilvorlage und fragte die Sängerin, ob es private Gründe für dieses ungewöhnliche Bühnennotfeed gebe. Kleiner Seitenhieb auf Lori und Helene. Egeli hatte zunächst aber wohl keine Lust, Details aus ihrem Liebesleben preiszugeben. Stattdessen erklärte sie, es gibt ja welche Stars, die pflegen eine öffentliche Beziehung. Ich kenne da jemanden, sagt sie lachend mit Blick auf Silbereisen. Und es gibt welche wie mich, die sind so alles gerne privat. Das konnte Silbereisen, der seine Beziehung mit Helene Fischer bekanntlich auch so gut wie möglich unter Verschluss hält, nicht auf sich sitzen lassen. Ich auch, übrigens, erklärt er, aber bei uns schreiben sie immer drüber, ich kann's nicht ändern, die Braut, die sich nicht traut. Letztendlich war es dann doch Egeli, die mit ihrem Song eine sehr private Information preisgab. Der Song würde ihren Liebesstatus der letzten 5 Jahre beschreiben. Was passiert ist, was ihr nicht mitbekommen habt, ich hab ja gesagt. Und dann doch einen Rückzug gemacht.